Hi, ich bin Inab, ich bin Deutschlehrer und Musiker von Beruf. Und ich bin Susanne, ich bin Journalistin und Deutschlehrerin von Beruf. Hi, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal Deutsch mit Inab. Das Thema für heute ist Berufe. Today's topic is professions. Lasst uns einige Berufe kennenlernen. Let's get to know some professions. Berufe. Professions. Berufe. In German, there are two words for a profession. One is masculine and the other is feminine. Let's have a look at some of the professions. Berufe. Der Lehrer, der Lehrer, so that's the masculine form or male form. Die Lehrerin, die Lehrerin, teacher. So the male teacher is called der Lehrer, whereas the female teacher is called die Lehrerin. So if you know the male form of the profession, you basically need to add en, in English, en in German, in sound. And it works most of the time. Der Student, die Studentin, as you can see, just add en. Die Studentin. Der Polizist, die Polizistin, die Polizistin. Der Ingenieur, so the female form would be right, die Ingenieurin, basically just add in sound, die Ingenieurin. Der Schauspieler, die Schauspielerin, actor, actress. Der Musiker, so the female word for musician should be die Musikerin, die Musikerin. Der Kellner, die Kellnerin, die Kellnerin. Waiter, waitress. Der Bäcker, die Bäckerin, der Pilot, die Pilotin, Pilot. Der Fotograf, die Fotografin, der Friseur, die Friseurin. Der Arzt, die Ärztin, sometimes it doesn't work just adding en at the end, sometimes there are some changes, for example here, der Arzt, but the female form is die Ärztin, it goes with a umlaut, die Ärztin.
likewise. Der Koch, der Koch. Die Köchin, die Köchin. So you see here, there is O umlaut, Ö. Köchin, der Koch with O, die Köchin with O umlaut. Cook. Der Bauer, der Bauer. Die Bäuerin, die Bäuerin. Auch hier, also here, there is A umlaut. Der Bauer, die Bäuerin means the farmer. Der Krankenpfleger, but the female form is completely different here. Die Krankenschwester, die Krankenschwester. So this, just take it as an exception. Der Krankenpfleger, die Krankenschwester means nurse. Der Programmierer, and the female form, die Programmiererin. Die Programmiererin means software programmer. Der Verkäufer, die Verkäuferin. Die Verkäuferin means salesperson. Der Taxifahrer, die Taxifahrerin, die Taxifahrerin. Der Mechaniker, die Mechanikerin, die Mechanikerin. Mechanic. Der Bankangestellte, die Bankangestellte, die Bankangestellte. So this is also a kind of exception. Der Bankangestellte, die Bankangestellte, bank employee. Der Geschäftsmann, die Geschäftsfrau, die Geschäftsfrau. Businessman, businesswoman. Der Hausmann, die Hausfrau, der Kaufmann, feminine, die Kauffrau. Now let's learn how to ask for someone's profession or to ask, what is your profession? Frage, question, was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? What is your profession? Oder, was bist du von Beruf? Was bist du von Beruf? Was sind Sie von Beruf is formal question. Used in formal situation, whereas was bist du von Beruf is informal question used in informal situations with friends, family and people you already know. Und die Antwort, the answer. So this is going to be my answer. Ich bin Deutschlehrer von Beruf. I'm a German teacher by profession. That's the literal translation of ich bin Deutschlehrer von Beruf. Or I could just simply say, ich bin Deutschlehrer. Ich bin Deutschlehrer. So the way to answer is, ich bin bla 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 von Beruf. Or ich bin bla bla bla. Ich bin Student von Beruf. Ich bin Studentin von Beruf. Nope, this doesn't work here. There are some answers where von Beruf shouldn't be used, like in this case. Ich bin Student. If you are a male student, ich bin Student. If you are a female student, you say ich bin Studentin. Ich bin Studentin.
Likewise to say, I am a house husband, you say, ich bin Hausmann. You don't say, ich bin Hausmann von Beruf. You just say, ich bin Hausmann. And if you want to say, I am a housewife, then you just say, ich bin Hausfrau. Ich bin Hausfrau. Jetzt bist du dran. Was bist du von Beruf? Schreib mir einen Kommentar. Write me a comment. I am looking forward to your answers. I'll see you guys in my next video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.